Weihnachten ist gerettet, Ausrufezeichen. So las ich die Überschrift für eine Kinowerbung für die kommenden Festtage um Weihnachten herum. Ich dachte, das hat was. Weihnachten ist gerettet. Wann ist Weihnachten für dich gerettet? Kannst du das sagen? Weihnachten ist für mich gerettet, weil ich den Retter kenne? Jesaja kündigte ganz früh schon an, dass Gott einen Retter senden würde. Und zwar lesen wir in Jesaja 40: Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Im Neuen Testament wird es noch stärker betont durch Johannes den Täufer, den Wegbereiter für das Kommen Jesu. Johannes der Täufer sagt: Schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Hast du Raum in deinem Herzen, dass Jesus da hineinkommen kann? Hast du Raum in deinem Leben? Hast du den Weg geebnet? Hast du gesagt: Herr, das ist es, was ich möchte. Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst? Das ist die eigentliche Frage von Weihnachten. Hast du Raum in deinem Leben, dass Jesus zu dir kommen kann? Dass er in deinem Leben die Herrschaft übernimmt? Wenn du das wirklich sagen kannst, dann kannst du auch sagen: Weihnachten ist gerettet, Ausrufezeichen. Wenn du die Geschichte von Weihnachten, das Leben von Jesus, warum er gekommen ist, wenn du das wirklich nachlesen möchtest, vielleicht gerade in den Weihnachtsfeiertagen, dann kannst du dich bei uns melden. Wir werden dir gerne eine Bibel zuschicken, wo du diese Geschichte um Jesus herum verfolgen und nachlesen kannst. Du kannst Weihnachten einen neuen Schritt tun, um Jesus als den Retter in deinem Leben kennenzulernen. Wir glauben, dass du wirklich in diesen Weihnachtsfeiertagen Zeit nehmen kannst, um Jesus kennenzulernen. Denn wir wissen, Gott hat mehr für dich.